Hallo alle zusammen. Kurzvorstellung: X-Rotator von Photo Pro. Ein sehr intelligentes Tool, finde ich, für alle, die unterwegs im vertikalen und im Landscape-Modus fotografieren und filmen wollen. Geliefert wird das Ganze hier in dieser Verpackung. Ihr könnt das ja sehen. Und hier ist dann nochmal eine kleine technische Zeichnung drauf, wo ihr auch erkennen könnt, wie groß es ist und ja, was hier sozusagen drin beinhaltet ist. Hier ist das gute Stück, es wiegt ungefähr 140 Gramm, fühlt sich ein bisschen schwerer an, aber das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, da das Ganze komplett aus Metall gefertigt wurde, also nichts aus Kunststoff daran ist, wiegt es einfach ein bisschen mehr an der Hand und fühlt sich etwas schwerer und wertiger an. Wertig ist das Ganze auf jeden Fall hergestellt worden. Hier knarzt nichts, da drückt auch nichts weg oder so, also es ist komplett aus Metall, jedes kleinste Schräubchen und Einstellrädchen ist ja sehr hochwertig installiert worden. Obendrauf gibt es noch ein paar Gummifüße, damit die Kamera hier drauf gut halten kann, und ansonsten gibt es nicht viel zu zeigen und zu sagen, bis auf dass das Ganze natürlich über diese Schiene hier in den 90 Grad Modus für alle Vertikalen oder eben für die Landscape Shots dann umgestellt werden kann und du kannst es dann fest arretieren. Dieses Drehrad an der Seite hier kannst du übrigens auch stufenlos einstellen. Das heißt, wenn du nur so ein bisschen gegensteuern möchtest, also keine vollen 90 Grad, weil dein Winkel dann besser ist, kannst du es auch da feststellen und das hält wirklich bombenfest. Jetzt drücke ich es gerade runter. Also das hält wirklich bombenfest und für jede handelsübliche Kamera und jedes handelsübliche Objektiv sollte das wirklich ausreichen. Da es eben aus Metall gefertigt wurde, ist es auch sehr hochwertig und einfach massiv und hält, wie ihr sehen könnt. So, drehen wir das Ganze wieder zurück. Anschlussseitig gibt es hier die Seite, wo die Kamera drauf kommt. Das heißt, du gehst hier mit der Kamera drauf, mit dem Objektiv hier in diese Richtung, sodass du hier unten dran mit dieser Schraube direkt an der Kamera das Ganze befestigen kannst. Und diese Seite ist dann für den Tripod gedacht. Das heißt, ihr könnt dann hier auf den Kugelkopf von eurem Stativ gehen oder von eurem Gimbal, das Ganze dann drauf montieren und das hält wirklich sehr gut. Damit ihr mir das auch glaubt, habe ich hier einen Tripod noch organisiert. Das ist ein sehr kleiner Tripod, also für alle kleineren geht das natürlich auch. Und ich kann das Ganze dann hier, seht das, hier so drauf montieren. Und dann hält das. So, und dann kann ich quasi hier mit der Schraube lose stellen und dann die Kamera in die eine Richtung bewegen, also 90 Grad vertikal oder eben wieder zurück im Landscape-Modus. Und noch ein sehr intelligentes Gimmick, finde ich, wurde hier wieder drauf installiert. Wir haben hier vorne gleich noch einen kleinen Bolzen, den wir zum Einstellen, also zum Festschrauben der Kamera benutzen können. Und da du den meistens unterwegs gebrauchst, kannst du ihn hier sehr praktisch versenken und er wird magnetisch gehalten, sodass du ihn nicht verlieren kannst. Und du musst nichts extra einpacken an Werkzeug und hast es quasi immer mit dabei. Wir schauen uns das Ganze jetzt gleich auch mal im Real World sozusagen in der Benutzung an. Hier habe ich jetzt die Canon EOS R, aber das wäre jetzt egal, jede andere Kamera geht auch, die ähnlich groß ist, mit dem 35er hier dran. Und ihr seht, das Ganze wird dann hier so drauf angebracht und die Kamera wird quasi hier verschraubt. Ich kann das quasi mit meinen Fingern auch schon so tun. Das geht schon recht gut. Moment, ich muss das mal noch eben hier, jetzt habe ich gerade gesagt, das wird sehr gut und intelligent hier drin versteckt. Aber wir können ja den Modus nach oben wechseln, sodass ich dann an diesen Bolzen wieder rankomme. Und damit kann ich ganz praktisch die Kamera hier drauf befestigen und habe sie dann sozusagen, ich muss aufpassen, dass es gerade ist, und habe sie dann sozusagen fest draufgeschraubt und könnte sie jetzt direkt auf dem Tripod befestigen. Das tun wir jetzt auch noch. Hier ist ja wieder der eben besprochene Tripod. Ich würde die Kamera eben nochmal nach unten drehen. So, im Landscape-Modus sozusagen, das ist ein Standardanschluss hier unten dran, kann ich hier auf den Tripod gehen. Und das Ganze hält wirklich gut. Ihr könnt das sehen, die Kamera stellt auch gerade drauf scharf. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte aus dem Landscape-Modus in den Vertikalen, dann drehe ich einfach die Kamera nach oben. Das rastet auch satt ein, sodass du nichts nochmal theoretisch feststellen müsstest. Aber da wir hier ein Einstellrädchen haben, nutzen wir das einfach mal und schrauben die Kamera auch fest. Sonst kann ich hier quasi die Kamera so benutzen. Ihr seht, da wackelt nichts, da rutscht auch nichts zurück. Und wenn du einmal on location alles eingestellt hast, und das ist ja für die meisten wichtig, dann funktioniert es richtig gut, sodass du dich darauf verlassen kannst, dass die Kamera satt und sauber da drauf steht und genauso auch wieder zurück in die Position gebracht werden kann und hält auch genauso bombenfest. Ja, das ist eigentlich schon alles.
Jetzt gibt es natürlich einige Gedanken dazu, auch von mir, zum Thema, hält das, also wie langlebig ist das Ganze und ersetzt das auch ein L-Bracket, beziehungsweise wenn du einfach nur eine Stativstelle unten dran hast. Und da muss ich sagen, wenn wir gerade von der Langlebigkeit sprechen, das Ganze ist aus Metall gefertigt, wie jeder Käfig, wie jeder L-Bracket und wie jede Stativplatte für die Kameras. Und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie ja, billig wäre oder schlecht und kürzer halten würde. Es muss allerdings sich jeder die Frage stellen, ob ein L-Bracket damit ersetzt werden kann, denn ich mag das L-Bracket im Handling. Es macht mir die Kamera ein bisschen größer. Ich habe das Gefühl, ich kann meinen kleinen Finger auch besser ablegen. Ich habe einfach mehr zum Anfassen und das gibt mir meistens ein sicheres Gefühl in der Arbeit mit der Kamera. Aber das ist ganz persönlich von mir, das muss jetzt für dich nicht zutreffen, denn praktisch ist dieses Teil schon, du kannst es, ich kann es mal eben noch abschrauben, du kannst eben wirklich sicher gehen, dass du unterwegs das Ganze auch dran lässt und das stört nicht. Also das ist wie ein etwas längerer Makroschlitten, das kennen ja einige vielleicht von den Stativen oder von Filmen her und ich kann das Ganze hier wunderbar festschrauben, das stört nicht. Also beim Fotografieren so habe ich jetzt nichts, was mich stört. Klar, ich habe jetzt hier einmal dieses Teil mit dran, diese Schiene und ich habe hier unten dran nochmal diese Stativplatte, die nach vorn geht. Da musst du eben sehen, ob dich das stört, aber ich kann es auch zur Seite drehen. Halt, Moment, das ist jetzt diese Seite. Und dann kann ich theoretisch auch so fotografieren und filmen. Aus der Hand habe ich noch ein bisschen mehr Stabilisation. Und das kann ein Thema sein, wenn du unterwegs bist und sagst, ich möchte einfach flexibel switchen können, ohne dass ich die Kamera abnehmen muss vom Stativ oder vom Gimbal. Ich kann sie quasi drehen. Weil ich denke, das ist für viele das Thema, die Kamera abzunehmen oder abnehmen zu müssen, ist dann wieder so ein Ding. Und wenn du es aber drauflassen kannst und du theoretisch nur locker drehst und wieder zurückschieben kannst, dann ist das schon recht praktisch, weil es hält wirklich gut und du musst dir nichts neu einstellen. Den X-Rotator kannst du dir über die Fotopro-Webseite bereits vorbestellen bzw. ordern. Ich habe ihn jetzt vorab bekommen und werde in der nächsten Zeit nochmal beobachten, ob sich das Ganze in der Praxis gut macht, wo es Schwierigkeiten gibt, wo ich vielleicht auch Vorteile sehe. Und wenn es da etwas Neues dazu gibt, werdet ihr das auf jeden Fall hier erfahren bzw. über Instagram. Da lohnt es sich, meinem Kanal zu folgen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Unbedingt nachholen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gern ein Abo hier lassen und einen Kommentar unter das Video, ob du so etwas bereits benutzt bzw. ob du dir vorstellen kannst, damit deine Fotografie oder dein Filmen besser zu machen und zu unterstützen. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.